Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Faster Than Light. Wir waren stehen geblieben, kurz vorm Kampf gegen das Mutterschiff. Und machen uns dann langsam auf den Weg da unten hin. Ich glaube, wir werden es wieder nicht schaffen. Ist jetzt einfach mal nur so ein Gefühl. Wir können mal gucken, ob hier noch Überlebende sind. Und da ist auch noch ein Überlebender, das ist sehr gut. Wir können nämlich jeden Mann noch gebrauchen. Wir springen jetzt mal nach da unten. Ach, sorry. Kann ich jetzt da einspringen und dann bin ich beim... Ne, ich werde da hingehen und mit dem kämpfen. So, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das stimmt leider. Ich weiß auch wirklich nicht, ob wir so bereit dafür sind jetzt. Ich möchte auf jeden Fall die Raketen gleich mal ausschalten. Sehr gut, das hat schon mal geklappt, auch wenn der Typ dann noch reparieren kann. Oh Mann. Ich glaube, wir schießen erstmal eben schnell hier auf die Schilde drauf. Und jetzt sind die getarnt. Das ist nicht so gut. Ich weiß nämlich nicht, ob sich bei denen in der Zeit dann die Waffen aufladen. Bei mir tun sie es natürlich auf jeden Fall nicht. Eieieiei. So, komm hier. Ne, warte mal jetzt am besten. Warte mal jetzt am besten. Wir gehen mit einem eben schon auf die Schilde und dann auf die Waffen. Sehr gut, da brennt's und der ist tot. Dann können wir nochmal auf die Schilde schießen. Weil wir da auch noch möglichst viel von denen treffen. Und dann war es das ja auch gleich schon mit der ersten Form von denen. So. Dann können wir uns gleich hoffentlich wieder schießen. Und dann war es das schon mit der ersten Form. Ja, gut. Das wäre geschafft. Und dann können wir den jetzt gleich hinterher springen. So, hier, wie gehe ich jetzt vor? Ich muss auf jeden Fall die Drohnen deaktivieren, aber auch die Raketen leider. Ich kann natürlich erstmal anfangen, indem ich die Schilde klein schieße. Ja, wir fangen mit den Schilden jetzt an. Dann kommen wir nachher gut durch die. Wir kommen dann nachher gut an die Raketen ran und auch an die Drohnen danach. Wo besonders die Drohnen jetzt der wichtige Teil sind. Und das könnte jetzt gleich auch nochmal ganz schnell ein Problem werden. Auch verflucht. So. Wir schießen weiter jetzt eben auf die Schilde nochmal drauf. Und haben jetzt auch gut runtergebracht. Hier, das muss repariert werden, Leute. So, das könnte jetzt wieder mal problematisch werden. Vor allem, weil die jetzt auch noch zusätzlich dazu schießen. Das ist natürlich nicht ganz so gut. So. Hoffentlich war es das jetzt für die. Ja, sehr gut. Das war die zweite Form. Dritte Form kommt dann jetzt. Oh Mann, das wird die schwierigste natürlich.
Es sei denn, es gibt noch eine vierte Form, die wir noch nie gesehen haben. Vor allem haben die jetzt erstmal mal so ein dickes Schild. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. So, jetzt kommen die rein. Aber wir haben jetzt eine relativ große Crew natürlich auch. Das hilft uns einiges. Ja, das bringt uns einiges, meine ich natürlich. So, jetzt kommen leider die Raketen rein, die alle nicht getroffen haben. Boah, ich habe manchmal so ein Glück. Jetzt muss ich hier gleich leider eigentlich mit allen Waffen gleichzeitig schießen. Das muss ich auf jeden Fall. Was steht der eigentlich da noch so rum? So, du musst jetzt auf jeden Fall raus. Und jetzt sind eigentlich alle Laser gleichzeitig einsatzbereit. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Raketen drauf. Ja, das hier ist nicht so gut. Da lassen wir eben die Luft raus. Und der muss da schnell aus der Notsituation raus. Wow, das ging auf die Schilde gerade. Ne, Moment, du musst da weiterbleiben. Los, los, los. Und den müssen wir jetzt hier mal langsam und vorsichtig in die Krankenstation führen. Ich gehe auch mal ein bisschen vom Antrieb runter und dafür mehr auf die Medi-Station. So, hatte ich dich von irgendwo abgezogen? Nee. So, wir schießen nochmal. In dem Fall einmal die Schilde bitte zerlegen. Oh Mann, oh Mann. So, ihr müsst auf jeden Fall jetzt in die Krankenstation. Ja, das war ein Treffer, aber wir haben ja das Ding nicht umsonst aufgewertet. So, sehr gut. Und das war's. The Rebels' flagship was destroyed, throwing their fleet into chaos and ensuring a Federation victory. Hei, 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 hei. Auch schön bei diesen Indie-Games, wo die Credits mal so ganz kurz sind, nur. Meine Güte. Ja, damit habe ich es jetzt auch mal geschafft, seit über 70 Folgen, fast 80 Folgen, inzwischen schon 80 Folgen, weiß ich gar nicht. Versuche ich das Ganze ja jetzt schon. Und ich weiß ehrlich nicht, ob ich jetzt noch weitermachen will mit dem Projekt, obwohl ich habe kein anderes Projekt, was ich jetzt an die Stelle von Frost in the Night packen würde. Deshalb könnte ich das ja eigentlich nochmal auf Schwierigkeit normal versuchen. Weil das lief ja jetzt im Endkampf eigentlich unglaublich gut. Wir haben ja irgendwie kaum Schaden genommen, irgendwie ein Schuss kam mal durch. Ja, ich würde sagen, ich werde es demnächst auch nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad versuchen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sofort mache, nachdem die Folge online gekommen ist. Dann muss ich mir nochmal überlegen, ob ich hier, oder ob ich hier vielleicht jetzt erstmal so ein paar Tage Pause nochmal mache. Weiß ich noch nicht genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die zugeschaut haben. Und meine Güte, haben das hier viele Leute gebackt. Das sind doch jetzt nur die Bäcker, oder? Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder, wenn ich Frost in the Night auf Schwierigkeit normal nochmal versuche. Was eigentlich zum Scheitern verurteilen sein wird. Vielleicht versuche ich es sogar nochmal mit einem anderen Schiff. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, sehen wir uns dann vielleicht wieder oder in einem meiner anderen Let's Plays. Und bis dahin, macht euch noch eine schöne Zeit. Ciao.